Gemüse-Chips. Vielleicht habt ihr es auch schon entdeckt, die Gemüse-Chips, die man im Reformhaus kaufen kann. Die sind natürlich viel gesünder und auch kalorienärmer als die Hebepfel-Chips, die man sonst so kaufen kann. Allerdings sind sie in der Regel auch viel teurer. So ein kleines Säckchen, wo fast nur Luft drin ist, kostet 5-6 Franken, wenn es gute Qualität hat. Und was drin ist, ist ja meistens nur geschiebeltes Gemüse, Randen, Federnköhle, Kürbis, Zucchetti, was auch immer gerade so in der Läden verfügbar ist. Und das Ganze kann man ganz einfach daheim selber machen und es erst echt noch mit einer Mischung von Gewürzen versehen, die man selber am besten findet. Ich zeige euch, wie man es macht und ich hoffe, es tut mich animieren, es selber auszuprobieren. Seit ihr vor kurzem auch dabei war, als ich eine Kürbispizza gemacht habe. Und für die habe ich ja dann Kürbis, Butternusskürbis und Zucchetti geschiebelt mit der Küchenmaschine. Vielleicht habt ihr es selber ausprobiert und sie durch eine Mandoline durchgelassen. Man hat sehr schnell viel zu viel von diesen ganz feinen Scheibli. Und genau die brauchen wir jetzt für das Rezept. Ausser das geschiebelte Gemüse brauchen wir noch ein bisschen Gewürz, nämlich Salz und Pfeffer, Paprika, Curry und ein bisschen Olivenöl. Die ganze Zubereitung ist so kinderleicht. Alles, was ihr müsst machen, ist das geschiebelte Gemüse in einen Plastiksack geben. Jetzt gebe ich grosszügig Olivenöl drüber. Ich würze das Ganze. Und jetzt vermische ich die Sachen gut miteinander. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die Chips zu rösten und zu trocknen. Entweder im Backofen oder im Dorex. Ich zeige euch beide Möglichkeiten. Für die Backofen-Variante tut man den Herd auf 120 Grad bei Umluft vorheizen und gibt dann einen Teil der Chips auf ein Backgitter, das man mit Backpapier ausgelegt hat. Die Gemüsechips dürfen nicht schwarz werden. Höchstens klein am Rand dürfen sie brünen, aber sie dürfen nicht verkohlen. Viel schonender, aber auch länger geht natürlich das Trocknen in einem Dorex-Gerät. Die Temperatur steigt in diesem Gerät nur etwa auf 60 Grad. Es hat aber eine starke Ventilation und dadurch funktioniert der Trocknungsprozess sehr schonend. Alles, was ich hier machen muss, ist das Gerät einschalten, den Deckel drauf tun und von Zeit zu Zeit kontrollieren, wie weit der Trocknungsprozess schon ist. Was ich dann auch wieder mache, ist, dass ich im alten Gitter wieder vertausche. Das, was unten ist, ist dann oben und umgekehrt. Dann kann ich sicherstellen, dass beide Chips-Hälften den gleichen Prozess durchgemacht haben. Das sind unsere Gemüse-Chips, die aus dem Ofen kommen. Sie haben etwas länger gebraucht, rund eine Stunde bei mir. Zu Getty haben natürlich Hüfenfeuchtigkeit, das geht darum etwas länger. Sie sind schön braun geworden, haben Röstaromen entwickelt und sind schön knusprig. Ich kann sie jetzt etwas abkühlen und sie dann in eine Dose tun und trocken aufbewahren. Wobei, seien wir ehrlich, sie überleben sowieso nicht lange. So, die Chips hier, die sind auch nachher. Und wenn ihr jetzt vergleicht, dann seht ihr deutlich, dass die Dorex-Variante viel schonender ist. Die Sache wird nämlich überhaupt nicht braun, weil die Temperatur viel zu tief ist für das. Es hat dadurch auch keine Röstaromen, aber ich denke, dass auch die Vitamine beim Dorex viel besser erhalten bleiben. Nachteil ist, dass es länger geht. Strom brauchen tut es nicht unbedingt mehr, weil die Temperatur ja tiefer ist und weil man nicht den ganzen Backofen aufheizen muss. Aber es hat jetzt gut rund 3 Stunden gedauert, bis sie den Zustand haben, während wir hier nur 1 Stunde gebraucht haben. Ja, im Laden kostet es 5 Franken für eine Portion, die halb so gross ist. Hier haben wir einfach unsere Reste Chips von Kürbis und Zucchini mit ein bisschen Zeit selber etwas gemacht, das ich vom Geschmack her noch fast besser finde. Auf jeden Fall ist es frisch. Es wird nicht irgendwie mit Lastwagen durch die ganze Welt gefahren
und lagert nachher monatelang irgendwo in einem Gestell. Also ich finde, das ist etwas, was sich doch sehr lohnt. Bis zum nächsten Mal, genießt eure Zeit und habt einen guten. Ciao.